Herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Das ist das siebte und letzte Video meiner Reihe Die Lügen lebensuntauglicher populärer Kuschel-Mainstream-Wellness-Wohlfühlspiritualität. Die anderen sechs Teile findest du vor diesem hier auf meinem YouTube-Kanal. Also die siebte und letzte Lüge im Rahmen meiner Reihe, die Lügen etablierter, populärer, lebensuntauglicher Kuschelspiritualität. Welche ist denn die siebte Lüge? Alles, was dir in diesem Leben begegnet, hat mit dir zu tun. Ich beziehe mich also hier auf die populäre Interpretation der sogenannten Spiegelgesetze oder auch des Gesetzes der Anziehung. Alles, was dir in diesem Leben begegnet, bist du selbst, hat mit dir zu tun. Diese Aussage ist so falsch. Was ist denn die richtige Aussage? Vielleicht kurz vorab zu dem, was komplett falsch ist an dieser Aussage. Du erschaffst deine Realität nicht. Du bist ein Mitschöpfer, ein Beobachter deiner Realität. Und du mitschöpfst deine äußere Realität auf dem Fundament deiner Gefühle, deines Glaubens über dich, deiner Schwingung, dessen, was du aus dem Solarplexus aussendest. Trotzdem erschaffst du die Bäume, die Menschen, die dir begegnen, nicht, sondern die Realität um dich herum hat natürlich ein eigenes Schöpfungspotenzial, eigene Schattenängste, Dämonen, einen eigenen Lebensplan. Nicht alles, was dir in deinem Leben begegnet, hat mit dir zu tun. Der Hochstapler, der Lügner, der Betrüger, der Mörder, der Spekulant, der Heiratsschwindler haben erstmal in dem, was sie im Leben tun, nichts mit dir zu tun. Mit dir hat erst das zu tun, beziehungsweise was mit dir zu tun hat, sind die Gefühle, die du sowohl im Angenehmen, also im Weiten, in der Liebe, die Gefühle, die du gerne hast und die du magst, sind weite Gefühle, sind Gefühle der Verbundenheit. Diese Gefühle fußen alle in Liebe. Was du also fühlst durch Menschen oder Ereignisse in deinem Leben, das sich weit anfühlt, hat mit Gefühlen in dir zu tun, die schon in dir sind und die du gerne fühlst. Ich bin richtig so, wie ich bin. Ich bin respektiert, geachtet, angesehen, willkommen. Ich bin. Also, wenn dich äußere Ereignisse, Anlässe, Natur, Menschen, ein Geschenk, ein Musikstück, ein Buch, was auch immer im Außen angenehm berühren, dann werden dir hier Gefühle gespiegelt, die bereits in dir sind und die sich sozusagen angenehm weit anfühlen, die in der Liebe fußen. Und ganz genauso, wenn das Verhalten anderer Menschen, ein Traum, ein Gedanke, ein Gesichtsausdruck, die Mimik, falls du versehentlich noch immer Nachrichten gucken solltest oder andere offizielle Mainstream-Medien noch immer konsumierst und verfolgst, was du fühlst durch das, was andere Menschen tun oder nicht tun, sagen oder nicht sagen, machen oder nicht machen. Das, was du fühlst durch das, was andere tun, im engen Feld, im unangenehmen Bereich, im Bereich der Gefühle, die in Angst fußen, Trauer, Wut, Zorn, Ohnmacht, Schuld, Depression, Trauma, Melancholie, alle Gefühle, die du fühlst, die sich eng anfühlen, durch das, was andere tun, nicht tun, sagen oder nicht sagen, was du träumst oder was du hörst. Diese Gefühle haben natürlich auch etwas mit dir zu tun, sind bereits in dir. Zusammenfassend können wir sagen,
dass du loslassen solltest und kannst, dringend davon, dir den Kopf darüber zu brechen, was die Lüge, der Verrat, die Hochstapelei, die Triangulation, die Übervorteilung anderer Menschen in deinem Leben mit dir zu tun haben. Lass los von deiner Aufmerksamkeit andere betreffend und fang an, wenn dich Dinge im Außen vor allem schmerzhaft und unangenehm und wiederholt immer und immer wieder schmerzhaft und unangenehm berühren, wie in einer unendlichen Wiederholungsschleife und täglich grüßt das Murmeltier, sehr empfehlenswerter Film übrigens an dieser Stelle. Wenn du immer und immer wieder sehr ähnliche schmerzhafte Gefühle fühlst und wir machen uns ja keine Sorgen und wollen ja nicht rausfinden, woran es liegt, wenn das Verhalten anderer oder das, was uns im Außen begegnet, in uns angenehme, weite, schöne Gefühle der Liebe, der Annahme, der Anerkennung, der Verbundenheit sichtbar oder fühlbar macht, darüber zerbrechen wir uns ja nicht den Kopf oder wollen wissen, warum das so ist. Es geht ja in unserem Leben darum, warum uns die Begegnung mit anderen oder das, was wir erfahren in der Begegnung mit anderen, warum uns das immer und immer wieder so furchtbar schmerzhaft berührt. Und hier geht es eben zwingend darum, loszulassen von der Projektionsfläche, von der Bühne des Lebens, vom anderen und zu dir zurückzukehren. Nicht das, was ein anderer tut, ist auch in dir, tust du selbst, sondern in dir sind die schmerzhaften Gefühle, die sich immer und immer wieder in Respektlosigkeiten, Übergriffigkeiten, Vergleich, Verrat, Hochstapelei anderer in dir zeigen müssen, weil du schon lange nicht mehr nach innen schaust und schon lange nicht mehr liebst und annimmst, was sich nicht liebenswert anfühlt. Die von mir schon genannten Gefühle, Wut, Trauer, Zorn, ich bin es nicht wert, ich muss kämpfen um Liebe, mit mir stimmt was nicht. Also, nicht das, was der andere in deinem Leben tut, hat mit dir zu tun, sondern mit dir haben die äußeren Umstände immer erst dann zu tun, wenn sie mit deinen Gefühlen resonieren. Im weiten Angenehmen in der Liebe und eben genauso im engen Unangenehmen in der Angst. Werde dir bewusst darüber, wie die schmerzhaften Gefühle heißen, die du hier fühlst, durch das scheinbar sich immer und immer wiederholende Verhalten anderer, der Respektlosigkeit, der Lüge, des Verrates, der Übergriffigkeit. Wie heißen die Schattenkinder in dir? Wie heißen die in Angst fußenden, engen Gefühle in dir, die durch diese schmerzhaften, respektlosen Begegnungen im Außen aufmerksam auf sich machen müssen? Damit du ein Liebender wirst, dein Herz öffnest, bei dir bleibst, im Außen klare Grenzen setzt, deine Werte kommunizierst und im Innen anfängst zu lieben, was sich nicht liebenswert anfühlt. Die Spiegelgesetze sagen nicht aus, dass alles, was dir im Leben begegnet, etwas mit dir zu tun hat, sondern dass es immer erst dann etwas mit dir zu tun hat, wenn du in Resonanz gehst mit deinen Gefühlen, diese Gefühle sind schon in dir und wenn es sich schmerzhaft anfühlt, dann kommen schmerzhafte äußere Ereignisse deshalb immer und immer wieder in dein Leben, damit du ein liebender, haltender, erwachsener, grenzsetzender, herzoffener Mensch, eine liebende Frau, ein liebender Mann für die scheinbar nicht liebenswerten Schattenkinder in dir wirst. Damit du zu dem Erwachsenen wirst, zu der Erwachsenen, die wir alle in unserer Kindheit nicht erfahren haben. Das ist, wie die Spiegelgesetze funktionieren. Nicht alles, was dir begegnet, hat mit dir zu tun, sondern mit dir haben immer nur die Gefühle zu tun, die du fühlst dadurch. Fang an, im Innen zu lieben, weich, widerstandslos, annehmend, herzoffen zu halten, was sich nicht haltenswert lohnt, und im Außen klare Grenzen zu setzen und deine Werte zu kommunizieren. Das ist eine sehr einfache, kurze Wahrheit darüber, was die Spiegelgesetze und das Gesetz der Anziehung aussagen. Du resonierst mit äußeren Dingen, die dir in dir spiegeln, was du in Liebe, Annahme, in Weite, in angenehmen Gefühlen bereits in dir hast und für dich fühlst und eben auch so lange mit schmerzhaften, unangenehmen Dingen im Außen. Du ziehst schmerzhafte, unangenehme, respektlose, übergriffige Dinge im Außen an, so lange, immer und immer wieder in Wiederholungsschleife, bis du dich darum kümmerst, wie die schmerzhaften Gefühle heißen, die du fühlst durch das,
was dir da immer und immer wieder begegnet. Bleibe bei dir, setze im Außen Grenzen, zermartere dir nicht den Kopf, was du mit dem Lügner, Betrüger, Hochstapler, dem Missbrauchenden, dem Verräter, dem Triangulierenden zu tun hast. Erstmal gar nichts. Aber dass diese Menschen immer und immer wieder in dein Leben kommen, dass wir diese Menschen in Machtpositionen aktuell so sichtbar wie selten jemals zuvor haben, möchte uns allen zeigen, dass es hier einen verdrängten Schatten unserer aller gibt, einen riesengroßen verdrängten Schatten oder eben riesengroße verdrängte Schatten, die sich nach unserer erwachsenen Liebe sehen, nach unserer Annahme und unserer klaren Grenzsetzung im Außen. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Es gibt jetzt vom 17. bis 19. Februar im Allgäu in HR, 50 Kilometer vom Bodensee entfernt, eine Ausbildung zum Liebenden. Dort sind noch ein paar Plätze frei. Dort geht es darum, dir Werkzeug zu geben, um jetzt, immer jetzt, dein Herz zu öffnen, jetzt ein Liebender zu werden, jetzt integer, grenzsetzend, radikal verantwortlich für dich selber, tatsächlich in ein Mitschöpferbewusstsein zu finden, dein Opferbewusstsein zu erkennen, dein Opferbewusstsein liebevoll anzunehmen, aber mit der Welt nicht mehr zu interagieren, in der Identifikation ein Opfer zu sein und abhängig von den äußeren Umständen, süchtig danach, dass du endlich Liebe, Annahme von außen bekommst. Wenn wir eine Welt der Liebe, des Respektes, der Achtung da draußen haben wollen, müssten wir selber zuerst zu dem werden, was wir uns wünschen, von der Welt zu erfahren. Dafür sind unsere Ängste, Probleme, Schatten, Dämonen perfekt, indem wir nämlich lernen zu lieben und anzunehmen und im Außen klar Grenzen zu setzen und bei uns selber zu bleiben. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Dankeschön. Komm, Mogli, komm.